Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße es ganz herzlich zu diesem Vortrag. Wir haben heute Marcel Waldvogel und Patrick Zehmann, beides Urgesteine der digitalen Gesellschaft. Vorher habe ich sie noch Dinosaurier genannt, sie waren nicht so happy damit. Sie werden uns heute etwas erzählen über Google, der Meta-Monopolist. Ist eures Mal. Ja, danke vielmals für die schöne Einleitung. Nein, ich bleibe eben beim Podium, ich bin mir das gar nicht gewöhnt. Ebenso als Dinosaurier ist man sich halt gewohnt, über Millionen von Jahren hin und her zu laufen. Was ist ein Meta-Monopolist und wieso Google? Google hat es geschafft, in ganz vielen Bereichen eine sehr dominante Rolle zu übernehmen und diese Rollen ideal zu kombinieren, ideal aus seiner Sicht. Wir schauen uns das ein bisschen an in den nächsten 30, 40 Minuten und versuchen da diesen Knoten rund um Google ein bisschen aufzulösen. Wenn wir Google hier erwähnen, heißt das nicht, dass Google die einzigen sind, die viele dieser Elemente machen, aber sie haben es geschafft, diese Elemente viel effizienter und durchdringender zu koordinieren als die meisten ihrer Konkurrenten. Wir sind ein bisschen in vier Teilen organisiert. Was ist überhaupt Google? Ja, es gibt noch ein paar Dinge, die wir dazu erwähnen möchten. Was macht Google und wie macht es das? Das wird dann Patrick übernehmen und dann wieder ein bisschen zum Schluss. Geht es auch ohne Google und was wäre eigentlich so eine wünschenswerte Zukunft mit oder ohne Google? Was gehört eigentlich dazu? Wie funktioniert das? Wie hängt das zusammen und womit verdient Google Geld? Das sind so die Hauptfragen in diesem ersten Teil, wo wir versuchen, diesen Dingen ein bisschen näher zu kommen. Sie alle kennen oder ihr alle kennt die Suchmaschine, mit der alles begann, dann solche Dinge wie Maps oder YouTube, die ebenfalls sehr dominant sind in ihren entsprechenden Bereichen. Aber die Frage ist eigentlich, ja, das sind drei Säulen, aber ist das alles oder was versteckt sich noch dahinter? Wir haben oben auf Richtung User haben wir den Browser Chrome, der dominante Browser mit, glaube ich, etwa 80% Marktanteil, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Und Android ebenfalls ein sehr dominantes Mobilbetriebssystem. Darüber hinaus haben wir dann einige bisschen weniger bekannte Dienste rund um Google, den Workspace, also mit Google Documents und ähnlichen Dingen. Wir haben auch, was wieder viele, die Google kommerziell nutzen, kennen, die Analytics Engine, die ganz viele Daten sammelt, mit wie die Nutzer ihre Webseiten benutzen. Und etwas, was ein bisschen unerwartet kommt, vielleicht auch eben die Google DNS Services, über die wir dann noch ein bisschen was lernen werden. All das sind so wichtige Säulen, die Google über die Jahre aufgebaut hat. Und darunter ist dann die Webseite des Kunden oder des Anbieters. Also wir haben von oben nach unten einen Workflow im Prinzip vom Nutzer, wer eben hier auf dem Handy gewisse Informationen abrufen will, bis nach unten, genau, zum Produzenten, also der irgendein Angebot hat, irgendeine Information, eine Webseite, eine E-Commerce-Seite etc. Dazwischen, in dieser leeren Lücke, ist das Google Ad Imperium. Google, auch in diesem Imperium belegt Google sehr viele vertikale Operationen, nämlich eben die Werbung vom Benutzer bis zu den Produzenten zu bringen, die Werbeslots etc. Sie betreiben einen Marktplatz, sie vertreiben Werbung für die Kunden, sie vertreiben Werbung für diejenigen, die Werbeplatz anbieten wollen und sind selbst auch Player eigentlich in allen diesen Bereichen. Etwas, was man, wenn man das mit beispielsweise einer Börse vergleichen würde, halt die Leute, die gleichzeitig die Aktien produzieren oder herstellen, die den Marktplatz bedienen, die Börse bedienen und
nachher auch diejenigen sind, die relativ viel davon aufkaufen. An vielen anderen Stellen würde man sowas nicht wollen. Hier hat sich das irgendwie natürlich ein bisschen unter dem Radar entwickelt. Was dazu kommt, ist, die ganzen restlichen Dienste dienen dazu, Informationen oder Kunden in Richtung Werbung zu platzieren. Also Werbung ist das Hauptprodukt von Google und dann rundherum haben wir noch ein bisschen Google Cloud, Payments, wir haben Profiling im Browser und so weiter, wo wir später noch mehr sehen. Also ein ganzes Ökosystem, was sich um diese Werbung herum entwickelt hat und mit dem einzigen Ziel, Werbung effizient auszuliefern. Insbesondere wenn wir uns da die Daten von 2023, die Finanzdaten von 2023 bei Google anschauen, wir haben dort, es gibt noch kein konsolidiertes Statement, das habe ich aus dem Vier-Quartal-Report zusammengezählt, also falls es da irgendwelche Summenfehler gibt, sind die mein Problem. Wir haben einen Gesamtumsatz von Google von rund 300.000 Millionen Dollar, eine Zahl, ich kann die gar nicht aussprechen. Also über 300 Milliarden Umsatz bei Google, wovon eben 237 Milliarden aus dem Advertising-Geschäft kommen, also knapp 80% davon. Ein Großteil davon kommt rund um die Google-Suchmaschine zustande, aber auch eben YouTube und das Google-Werbenetzwerk AdSense tragen jeweils nochmal um die 30.000 dazu. Das ist eben, und dann alles andere ist Peanuts. Also wir haben Google, was sie mit Geräten, mit Abos mit und so weiter verdienen, das sind auch nur 30 Milliarden. Google Cloud ist das erste Mal profitabel geworden, das ist auch nur rund 30 Milliarden. Also für die meisten von uns sind das große Zahlen, aber im Vergleich jetzt zu den Werbezahlen sind das relativ kleine Zahlen. Also das heißt, wirklich, Google würde nicht funktionieren ohne die Werbung und es hat es eben geschafft, diese ganzen Dinge zusammenzufügen und zu optimieren und Werbung auf die Geräte zu bekommen, Google-Dienste auf die Geräte zu bekommen, Verkehr auf die Google-Dienste zu bekommen, das ist Google wiederum die Kleinigkeit von 51 Milliarden Dollar pro Jahr wert, die sie an Mozilla, Apple und viele andere mehr zahlen, damit die dort die Google-Software oder die Google-Suchmaschine als Default installieren. Also ein sehr schönes, also aus Marketing-Sicht oder aus ökonomischer Sicht her, eben dort Chief Financial Officer zu sein, hey, das ist ein Traumjob. Wir schauen uns jetzt ein bisschen hinter die Kulissen, wie das da zusammenkommt und da würde ich an Patrick übergeben. Gut, jetzt geht es ein bisschen um den Spagat, den Google eigentlich die ganze Zeit machen muss, um diese Werbemaschinerie in dem Sinne in Betrieb zu halten. Und einerseits möchte man das Geld verdienen, möchte die Werber irgendwie glücklich machen, die diese Maschinerie benutzen. Man muss sich andererseits aber auch ein bisschen den Trends im Internet anpassen. Also Datenschutz, Privacy ist vielleicht wichtiger, als es noch vor 10 Jahren war. Das Web entwickelt sich technisch weiter. Und in diesem, nicht gerade Irrgarten, aber in diesem Spannungsfeld versucht sich Google jetzt irgendwie weiterzuentwickeln. Das sind logischerweise widersprüchliche Ziele. Einerseits möchte man eigentlich gar keine Werbung sehen, weil das stört ja meistens nur. Andererseits verdient Google damit das große Geld. Also das muss Konflikte geben, oder? Und einfach eins vorneweg, wir reden jetzt eigentlich nur noch über Google. Viele von den Dingen, die wir jetzt dann sehen, machen andere auch. Also gerade Apple, Facebook, you name it, die machen ähnliche Dinge. Die haben dann nicht diese beherrschende Stellung über das Ganze hinweg. Also ihr habt das Bild von Marcel vorher gesehen, wo quasi Google ist überall zu finden. Das ist eine spezielle Stellung, die Google hat. Und die macht das ganze Thema ein bisschen spezieller jetzt
was halt Google betrifft. Das große Thema momentan, Google macht auch sehr viel Werbung in einem gewissen Sinn damit, ist das Ende der Cookie. Gemeint sind die Third-Party-Cookies, das sind die, ich nehme das wissen alle hier, die uns tracken, wenn wir von Job A zu Job B springen, auf eine Zeitungsseite gehen und dort eine Werbung sehen von den Dingen, die wir gerade vorher angeschaut haben. Viele andere Browserhersteller haben einfach die blockiert. Safari blockiert die, Firefox blockiert die. Auch viele Chromium-basierte blockieren die. Jetzt Google kann die nicht blockieren, weil wir haben gesehen, 80% der Einnahmen kommen von Werbung. Wenn sie die einfach blockieren, haben sie ein Einnahmenproblem. Also Google muss sich irgendwas anderes einfallen lassen. Das ist nur noch mal zum Veranschaulichen. Behalte das Bild im Kopf, das werden wir jetzt noch ein paar Mal sehen. Das ist ein bisschen jetzt der Test, ob ihr noch wach seid. Wir werden das Bild jetzt ein bisschen entwickeln. So funktioniert es heute. Wir haben die Eva, die da einkauft, ihre Turnschuhe. Wir haben das Werbenetzwerk, das sie versucht, einerseits zu tracken, zu verstehen und ihr dann auch eben geeignete Werbung auszuspielen. Jetzt gibt es neben dem eigentlichen Werbeausspielen, habe ich jetzt als Werber, jetzt bin ich mal kurz der Werber, also das, den Menschen, den alle so ein bisschen hassen. Als Werber habe ich noch eine andere Frage. Ich habe die Frage, wirkt meine Werbung überhaupt? Also für das Geld, das ich zahle, um da auf 20 Sekunden Werbung auszuspielen, kriege ich da wirklich Umsatz zurück? Also ich möchte eine Verbindung haben zwischen der Werbung, die ich hier ausspiele, und dem Kauf, den die Eva dann irgendwann mal macht in einem Shop. Weil wenn das keine Verbindung hat, dann würde ich ja nie im Leben Werbung machen. Was ich auch wissen möchte, sind Dinge wie, wer möchte vielleicht noch was anderes haben als Turnschuhe? Also interessiert sich noch für Kopfhörer. Vielleicht kann ich irgendeinen Cross-Sale machen. Das wäre für mich als Werber oder als Shop-Betreiber durchaus auch interessant. Und auch ein bisschen doof, ich spiele sehr ungern Werbung für Bots aus, weil das kostet mich nur Geld. Es gab, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, es gab auch mal Initiativen, die versucht haben, möglichst viel Werbung einfach automatisch abzugrasen, um den Werbern quasi Geld aus der Tasche zu locken, dass sie nichts kriegen. Also ich möchte eigentlich sicher sein, dass ich Werbung nur dort ausspiele, wo wirklich ein Mensch dahinter sitzt. Und all das kann ich eigentlich mit Third-Party-Cookies relativ schlecht managen. Und darum hat Google jetzt das eigentlich noch relativ smart versucht, all das zusammenzupacken. Also die Bedürfnisse von uns allen nach Privacy, die Bedürfnisse der Werber nach mehr Daten, um eigentlich ein neues Offering zu machen. Und das nennen sie jetzt, das wissen Sie wahrscheinlich auch alle schon, interessanterweise Privacy Sandbox. Da geht es vordergründig jetzt mal um den Schutz unserer aller Privatsphäre. Ja, das tönt gut, das Wort Privacy kommt da zigmal vor. Es ist auch das, was eigentlich hervorgehoben wird. Privatsphäre wird geschützt, das Tracking wird eingeschränkt. Dann kommt jetzt der moralische, dass Online-Inhalte weiterhin gratis sein können, weil man das so macht und da trotzdem irgendjemand Geld verdienen muss, das versteckt sich dann da in dieser Zeile dazwischen. Es geht auch darum, um Unternehmen, weil die sollen ja dann Geld verdienen, damit es weiterhin gratis sein kann. Auch wenn man jetzt Chrome zum ersten Mal startet, jetzt mit dieser aktivierten Sandbox, die das einfach überlesen haben, lest das nochmal in Ruhe durch. Also man hat das Gefühl, die Welt wird besser, wenn man da Ja klickt. Also man ist besser geschützt, man ist besser alles und so weiter. Ne? Zeigt sich aber irgendwo unterwegs, dann schon ein bisschen, ja, getrackt wird man dann immer noch, aber ein bisschen anders. Und dieses anders, das besteht aus zig neuen APIs, also neue Funktionen im Browser, mit denen versucht wird, quasi die Funktion der Third-Party-Cookies einigermaßen privacy-neutral nachzubilden. Und gleichzeitig die anderen Punkte, die ich vorher erwähnt habe, die für die Werbeindustrie interessant sind, eben auch gleich anzubieten. Also eben, ich möchte sehen, hat der Kunde was anderes gekauft, ich möchte vermeiden, hat es einen Bot und solche Dinge, oder? Eins vorneweg, jawohl, es ist ein bisschen mehr Privacy im gewissen Sinn, weil es verschiebt sehr viel von dem, was momentan irgendwo im Web, im Netzwerk passiert, in den Browser rein. Die Frage ist ein bisschen, es ist Privacy vor wem? Weil klar, das Werbenetzwerk sieht dann vielleicht ein bisschen weniger, der Browser sieht allerdings auch ein bisschen mehr und der Browser gehört nun mal Google.
Das Hauptding ist dieses Topics API. Da haben wahrscheinlich die, die es nicht abgewählt haben, haben das wahrscheinlich im Chrome-Browser allem dessen aktiviert. Prinzip ist eigentlich das, wenn ich auf eine Seite gehe, kann die Seite sagen, oh, der Patrick kommt da, oder die Eva, oder der Patrick ist egal, interessiert sich für Turnschuhe. Hey, Browser, merk dir mal, der Patrick interessiert sich für Turnschuhe. Und wenn ich dann nachher irgendwo auf eine andere Seite gehe, die Werbeanzeige möchte, kann die Webseite dann rausfinden, oh, der Patrick interessiert sich für Turnschuhe, also zeige ich ihm Turnschuhwerbung. Ohne dass dahinter ein Werbenetzwerk ist, ohne dass dahinter irgendwelche Profile über mich erstellt werden können, zumindest vordergründig nicht, wirkt einigermaßen überzeugend. Ne? Problem ist, es verhindert eigentlich ein Tracking nicht, weil das Fingerprinting zum Beispiel des Browsers funktioniert weiterhin. Das ändert eigentlich in dem überhaupt nichts. Also wenn ich mich wirklich getrackt fühlen möchte, das geht weiterhin relativ problemlos. Es wäre theoretisch auch möglich, ein Opt-out zu machen von Interessen. Also man kann im Chrome unterdessen sagen, ich möchte die Themen dann nicht mehr haben. Aber das macht wahrscheinlich keiner auf Dauer. Man muss jedes Mal in Settings gehen, das ist irgendwo im 7. Untermenü, im Keller versteckt. Und da jede Woche wieder Opt-out zu machen, wenn man das nicht haben möchte, machen wahrscheinlich auch die wenigsten. Und das lebt davon, dass man die Daten von möglichst vielen Seiten sammelt. Weil je breiter man quasi die Benutzerinteressen sammeln kann, desto besser ist die Werbung. Und da merken wir so zum ersten Mal ein bisschen den Spagat, weil der Anbieter, der eigentlich überall Werbung anbietet, ist dann wieder Google. Das heißt, wir haben hier einen Mechanismus, jawohl, es schützt meine Privatsphäre im Vergleich zu vorher ein bisschen besser, aber es tut auch Google sehr gut, weil sie sind auch in einer Unique Position, eigentlich Daten wieder bei sich zu haben. Ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Sieht man jetzt hier, das Werbenetzwerk ist immer kleiner geworden. Das sieht mich nicht mehr so wirklich überall rumsurfen, aber das Wissen sammelt sich jetzt da hübsch so im Chrome-Browser drin. Das Zweite, das habe ich vorher schon erwähnt, ist die Frage, spiele ich das an irgendwelche Bots aus oder spiele ich meine Werbung an Menschen aus? Hier, die Idee an sich ist eigentlich noch clever. Der Browser lernt quasi, wenn ich mich irgendwo einlogge. Und wenn ich irgendwo einen Captcha löse, kann man davon ausgehen, ich bin ein Mensch. Weil ein Bot löst selten, also klar, kein Bot sagt Captcha lösen. Blenden wir das mal aus. Macht das eigentlich eher selten. Oder? Und da heißt der Browser lernt, jawohl, ich bin jetzt ein Mensch und schickt diese Daten, jawohl, hier ist ein Mensch, dann beim nächsten Zugriff wieder mit. Das passiert alles ein bisschen hinter den Kulissen. Das heißt, ich kann als Anbieter merken, jawohl, ist das jetzt ein Mensch, der zu mir kommt, oder ist das halt auch wieder ein Bot. Oder? Das hat eigentlich mehrere Gefahren. Die eine Gefahr ist, ich kann dann als Webseitenanbieter generell verbieten, dass mir Bots auf mich zugreifen. Ich merke, oh, das ist ein Bot, den will ich einfach gar nicht. Also irgendwelche Preisvergleichbots zum Beispiel, die haben dann plötzlich keine Chance mehr, auf eine Webseite zuzugreifen. Und das Zweite ist, diese Tokens, die man kriegt, die müssen ja auch relativ verbreitet sein. Und B, irgendwie vertrauenswürdig. Und ja, ich weiß nicht, aber wenn ich jetzt irgendwo bei einer kleinen Webshop im Quartier einlogge, das ist kein sehr vertrauenswürdiges Login. Auf das hört niemand. Also die mächtigen Signale, das ist ein Mensch, kommen, indem ich einen Google Captcha löse, indem ich mir eine Google Mail anmelde. Auch hier, am Schluss vom Tag gewinnt Google, weil Google hat ja wieder unter Kontrolle, wann bin ich ein Mensch und wann bin ich ein Bot. Da hat es jetzt ein bisschen mehr Pfeile, muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Da sind es die roten und die schwarzen. Also ich kriege das Private State Token, wenn ich da irgendwo im Shop einlogge. Und quasi, wenn dann der Preisvergleich, und bin dann ein Mensch, der Schwarze. Und wenn der Preisvergleich kommt, der hat das Ding halt nicht dann automatisch abgerast. Ja, der sieht dann halt nicht so wahnsinnig viel. Also einerseits schützt es mich ein bisschen, aber es ist auch eine Möglichkeit, das Web besser zu kontrollieren. Und das hier ist hier noch ganz clever. Tönt ein bisschen ähnlich wie das Topic API. Hier geht es aber darum, dass die Versteigerung des Werbeplatzes am Schluss vom Tag direkt im Browser stattfindet. Also es gibt dann nicht mehr irgendwo eine Börse, wo der Werbeplatz versteigert wird, sondern es kann quasi gerade der Browser dynamisch machen, der Chrome-Browser.
und so den Werbeplatz eigentlich direkt verkaufen. Favorisiert logischerweise wieder den Anbieter des Browsers und den kennen wir unterdessen ja schon relativ gut. Gut, das war es mal so zum Thema Cookies. Aber noch einmal zurück. Google hat versucht, einen Teil dieser APIs bei der W3C, also bei der Standardisierungsstelle, da als Standard zu erheben. Das hat bis jetzt so mäßig funktioniert. Das Topics API wurde letztes Jahr mal eher abgelehnt. Die Verbreitung ist auch nicht so wahnsinnig hoch. Ich bin relativ gespannt, was dann Google macht, wenn sich das jetzt nicht durchsetzen sollte, weil irgendwo müssen sie das Werbegeld noch reinholen. Also Chrome ist da, aber es sind irgendwie 10% der Benutzer, die wirklich das momentan das Topics API brauchen. Nehme ich da ein Wunder, wie sich das entwickelt über die Zeit. Jetzt gibt es noch weitere Versuche, da ein bisschen das Web zu schützen. Das eine war das Web Environment Integrity Konzept. Das ist nicht realisiert, das war eine Idee, um quasi einem Browser einen Ausweis zu geben, ich bin sicher. Ja? Mit vielen Zielen, die da sehr gut tönen. Und im Prinzip ging es eigentlich darum, wie unter iOS oder teilweise auch unter Android, wo eigentlich alles sehr geschützt ist, dieses Schutzmodell auch in den Browser zu packen. Also wenn dann irgendwie die falsche Extension drin ist oder eben wieder ein Bot läuft aus JavaScript etc., dann ist dieser Browser nicht vertrauenswürdig und würde dann gewisse Dinge nicht sehen. Das gab relativ viel Widerstand aus verständlichen Gründen, weil es doch sehr klar gegen das offene Web funktioniert. Im Web hat Google das wieder eingestampft, das ist die positive Nachricht. Alle, die ein Android-Phone haben, wissen aber, je nachdem, wenn sie das Gerät geroutet haben, funktioniert E-Banking nicht. Und was ich jetzt gestern oder vorgestern auf Slashdot gesehen habe, offensichtlich funktioniert auch RCS nicht mehr auf gerouteten Geräten. Also RCS ist der Messaging-Dienst als SMS-Nachfolger. Und das ist genau die Idee. Wenn das Gerät nicht vertrauenswürdig ist, funktionieren einfach gewisse Dinge nicht mehr. Das hat jetzt nicht direkt mit der Werbung zu tun. Das zeigt einfach ein bisschen, wie mit kleinen Änderungen hier sehr viel Einfluss genommen wird auf die Art und Weise, wie das Web oder in dem Fall jetzt ein Telefon funktioniert. Und als letztes großes Thema, auch das kennen wir, glaube ich, schon länger. Browser-Erweiterungen wissen alle, wie das sind. Jetzt geht es wieder ein bisschen um Werbung. Bisher ein Adblocker, der saß quasi mitten im Chrome drin. Und jede Anfrage, die ich irgendwie aus der Webseite raus aufgerufen habe, in der URL aufgerufen habe, hat der Werbeblocker gesagt, ah, okay, die gefällt mir, können wir durchgehen lassen. Oder ah, das ist ein Werbeaufruf. Nee, den will ich nicht, oder? Das funktioniert. Muss man fairerweise sagen, als Benutzer vertraue ich da diesem Adblocker relativ viel, weil der sieht alle meine URLs. Ist vielleicht auch nicht so optimal. Wir sind immer ein bisschen Vertrauensgeschäft. Was sicher nicht gut war, war fürs Werbegeschäft für Google, weil wenn du die Ads mal blockiert hast, siehst du einfach nie welche, oder? Jetzt gibt es quasi einen neuen Standard, das ist Manifest Nummer 3, wo der Werbeblocker nicht mehr drin sitzt und quasi jede URL selber in die Finger nimmt und prüft, sondern der Werbeblocker kann nur noch Regeln an den Browser geben und der Browser selber führt diese Regeln dann aus. Also ich kann zum Beispiel ein Pattern angeben, sagen, alle URLs, die mit ad.html ändern, wie eine Werbung aussehen, die möchte ich blockiert haben. Hat fairerweise, muss man sagen, Vorteile gegenüber Datenschutz, weil ich muss nicht mehr, ich habe den Blocker nicht mehr direkt im Verkehr drin. Es ist wahrscheinlich auch performanter, weil der Browser dann optimieren kann, wie er die Regeln interpretieren möchte, in welche Reihenfolge, dass er sie ausführt. Aber man gibt die Verantwortung fürs Ausführen von diesen Regeln logischerweise an den Browser ab. Und der hat dann halt ein bisschen Freiheitsgrade, was er wirklich machen möchte und was nicht, oder? Die Apple-Geräte haben, in Safari funktioniert es genauso. Da gab es am Anfang auch ein bisschen Aufschrei. Hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Offenbar auch bei Google jetzt, weil dessen ist die Anzahl der Regeln ist größer geworden. Es gibt, glaube ich, auch für den U-Block Origin jetzt bereits für Manifest V3. Es ändert aber nichts dran, oder? Die Ausführung dieser Regeln ist jetzt eigentlich bei Google. Und vor allem, ich denke, und das ist eigentlich der spannende Teil, Google kann ein bisschen daraus lernen,
welche Regeln da jetzt wirklich jeweils hinterlegt werden. Vor allem die, die ich vielleicht manuell hinzufüge und kann sich auch wieder entsprechend anpassen, wenn Sie wollen. Gut, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Kleinvieh macht auch Mist. Ganz banale Funktion. Wir sind wieder beim Thema, wie kommt Google an Daten? Die Sync-Funktion, wenn man die einschaltet, dann gibt man die Daten auch gleich noch bei Google ab. Das kann man unterdrücken, wenn man auf die Settings geht, aber da denkt wahrscheinlich wieder niemand dran. Und das, was der Master schon angetönt hat, was lernt Google aus den anderen Dingen, die sie auch anbieten? Das ist jetzt ein Beispiel nicht von Google, was die DNS-Server betrifft, sondern von Cloudflare, vom Super Bowl von ein paar Wochen. Wann wurde wohl die TurboTax-Werbung eingeblendet im Fernsehen? Ich glaube, das sieht man da relativ deutlich. Und ich denke, wenn ich da jetzt in der Lage bin, die DNS-Anfrage in der ganzen Welt zu sehen und zu sehen, welche URLs oder welche Domains momentan nachgefragt werden, dann kriege ich ein sehr interessantes Bild von der Welt. Und ich kann wahrscheinlich auch das eine oder andere daraus lernen, das mir wieder hilft, meine Werbung besser zu verkaufen. Also ich denke, das sind so die subtilen Dinge, wo einfach sehr, sehr viel Daten auf Google einströmen und mit denen können Sie dann eigentlich richtig viel machen, was Sie wollen. So, fassen wir das nochmal zusammen. Ich habe das jetzt mal Accumulation of Power genannt. Das ist die polemische Folie, die wir haben. Ne? Weil das jetzt wirklich ist die Kombination von Google als Werbeanbieter, Google als Produktanbieter und Google mit einer sehr marktbeherrschenden Stellung, was die Software betrifft. Wir haben das User Tracking, Topics API etc., das jetzt im Browser drin ist. Wir haben die Sales Attribution, also das habe ich nicht gezeigt. Ne? Hat die Werbung wirklich gewirkt? Wir haben die Bot Detection, das war das mit dem Token, das jetzt der Browser kann. Die Cross-Sales-Opportunities habe ich auch nicht gezeigt, aber das hat auch noch eine API dazu, wo ich neben sagen kann, oh, der möchte auch noch einen Kopfhörer kaufen. Device Authentication, das war das Web-Environment, das jetzt zumindest mal im Android so funktioniert. Und das Ad-Blocking, das hatte ich erwähnt. Das sind alles Dinge, die früher quasi so ein bisschen verteilt waren, die jetzt so langsam so ein bisschen in den Hafen von Chrome einlaufen und dort halt auch entsprechend kontrolliert werden können. Vermutlich gibt es da noch mehr. Und dann wärst du dran. Ja, so, war jetzt ein bisschen Stress. Wir machen ein gemütliches Bild zur Entspannung. Ein Hund, der trackt. Naja, vielleicht doch nicht ganz so gemütlich. Also, wir haben gesehen, ganz viel von diesen Aktivitäten rund um Google herum zentrieren sich eben um die Möglichkeit, unsere Interessen wahrzunehmen, zu sammeln und darauf dann eben entsprechend zu reagieren. Nicht nur von Google, eben auch von vielen anderen. Deshalb wie können wir reduzieren, dass solche Informationen über uns gesammelt werden, wenn uns unsere Privatsphäre wichtig ist, Punkt 1. Und Punkt 2, können wir einige dieser Google-Dienste, die dann eben nicht nur via Werbung, sondern eben auch direkt Informationen über uns sammeln, können wir die ersetzen? Sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt, könnte man auf einen anderen Browser wechseln, der eben nicht Chrome-basiert ist oder eben der die entsprechenden Sachen weglässt. Meine Wahl läuft auf Firefox, ihr dürft gerne was anderes nehmen. Dann eben ein Werbeblocker wie eben beispielsweise uBlock Origin zu verwenden mit diversen Werberegeln dahinter, die dann eben auch die Zugriffe auf die entsprechenden Tracking-URLs verhindern, dass die Informationen gar nicht eben geliefert werden. Ist es schneller, reduziert die Bandbreite, reduziert aber eben auch die Information, die an Hunderte oder Tausende von sogenannten Partnern weitergeliefert werden. Wer mal so diese Cookie-Dialoge angeschaut hat, da steht's, ja, wir teilen unsere Informationen mit 725 ausgewählten Partnern und Ähnlichem.
wo wirklich diese Auswahl ist, ist fraglich, beziehungsweise es gibt eben Informationen darüber, dokumentierte, dass da sehr großzügig und auch mit totalitären Regimes und so weiter geteilt wird. Ich glaube, so die zwei Elemente sind schon ein großer Schritt weiter, empfehlt die oder etwas Ähnliches in eurer Umgebung. Man kann einen Schritt weitergeben. Ihr kennt eben, ich habe die Cookie-Dialoge vorher angesprochen. Consentomatic versucht, diese Cookie-Dialoge zu erkennen und dort entsprechend automatisiert den Ablehnen-Knopf zu drücken. Funktioniert nicht hundertprozentig sicher, aber immerhin eben, es wird gesagt, hey, ich möchte nicht getrackt werden, sammle keine, möglichst wenige Informationen, die nicht relevant sind jetzt für meinen Vorgang darüber. Natürlich ist es notwendig, dass gewisse Cookies, eben beispielsweise, ob ich eingeloggt bin, was in meinem Warenkorb drin ist und ein paar andere Dinge, wenn ich eine entsprechende Transaktion auf einer Webseite mache, gesammelt werden. Aber viele davon sind funktional nicht relevant, auch diejenigen, die dann irgendwie so unter diesen Kategorie funktional auftauchen. Die sind meistens nur funktional für den Webseitenbetreiber, viele davon. Und wer noch ein bisschen Handarbeit anlegen will, kann eben beispielsweise bei Firefox diese Multi-Account-Container aktivieren und damit kann man dafür sorgen, dass gewisse Webseiten eine andere Sicht sehen als gewisse andere Webseiten. Die sind isoliert, also beispielsweise, dass man halt Google-Webseiten nur in einem speziellen Google-Container ansurft, gewisse andere Webseiten nur in einem entsprechenden Container, der nur Informationen von jener Firma beinhaltet. Werbung hat auch neben diesem Tracking- und Privacy-Bereich auch einen Sicherheitsaspekt. Werbung wurde von einigen Systemen auch benutzt, um Informationen explizit auszuspionieren, beziehungsweise um Malware auf gewisse Systeme zu installieren. Also er macht euch auch da einen kleinen Bonus, was Sicherheit betrifft. Danke. Gut. Ja. Übrigens, viele von den Informationen, auf die wir da verlinken, sind, um jetzt auch einen kurzen Werbeblock einzublenden, unter deni.ch/tag/gmm, wie Google ist der Metamonopolist, verfügbar. Da wird dann auch in Zukunft mal noch ein Artikel mit diesem Inhalt erscheinen, sobald wir irgendwie die Zeit finden. ja, also, wir haben gesehen, Tracking vermeiden ist, oder ein Großteil des Trackings zu vermeiden, ist ein guter Schritt. Aber manchmal ist Tracking halt wirklich auch Teil der Anwendung, notwendig, wie auch immer, Teil der Anwendung. Und hier ist beispielsweise halt eine etwas andere Art von Karte auf unserem Standardstrand abgebildet als eben Google Maps. Beispielsweise gibt es etliche Applikationen auf Basis von OpenStreetMap, wo man eben die Kartendaten herunterlädt, nur auf dem lokalen Gerät navigiert, wo die Information, wo ich jetzt bin und wohin ich gerne möchte, das eigentliche Gerät, das eigene Gerät nicht verlässt. Man hat dann natürlich eben keine Informationen über Staus etc. Ja, einen Tod muss man sterben. Aber wer mit ÖV unterwegs ist, um jetzt kurz eine Werbung für ÖV zu machen, hat sowieso keine Stauprobleme. Ja, eine Suchmaschine, da gibt es auch diverse Alternativen. Ihr seht da an der Menge der Suchmaschinen, die ich aufgestellt habe, dass da der Konsens von Alternativen rund um Google nicht so einheitlich ist und wir versuchen, und deshalb gibt es da verschiedene Leute, die verschiedene Sachen bevorzugen. Wir haben auch was Informationsaustausch, Messenger, Konferenzsysteme gibt, haben wir verschiedene Möglichkeiten. Übrigens,
diejenigen Suchmaschinen, die nicht mit Namen erreichbar sind, dieses gelbe, schwarze K, G ist Kaki. Threema hier als Messenger, Signal als Messenger oder Jitsi als Videokonferenzdienst. Wer seine Daten teilen will, kann einen der lokal verfügbaren Cloud-Dienste oder lokal installierbaren Cloud-Dienste oder einen Cloud-Dienst bei beispielsweise einem vertrauenswürdigen Schweizer Hersteller, Anbieter nutzen von solchen Diensten. Und man kann auch E-Mails nicht über Gmail verschicken. Es dürfte einige von euch erstaunen. Genau. Das ist ein offenes, verteiltes System, das es seit, was sind es, 50 Jahren oder so gibt. Und ja, auch wenn unterdessen eben einige wenige globale Provider einen Großteil des Verkehrs abwickeln, es gibt noch diese kleinen gallischen Dörfer, die versuchen, nebendran zu kommunizieren. Und was DNS betrifft, beispielsweise hat die DigiGuess einen Resolver, der übrigens dann auch dafür sorgt, dass eure Anfragen verschlüsselt an eurem Provider vorbeigehen und nicht mal euer Provider weiß, welche DNS-Anfragen ihr entsprechend gestellt habt. Ja, so, langsam kommen wir zum Ende. Tour de force, erholsames Hundebild, aber eben, der Hund hat Fragen. Und auf das gehen wir jetzt gerade noch ein. Übrigens, diese Bilderwerbung wurden von KI generiert. Nicht dieses hier. Das wurde scheinbar da, wo ist es, in Australien oder sowas aufgenommen? In Südafrika, glaube ich. Oder Südafrika, wo anscheinend Google Maps die Leute versucht, über diese Straße zu locken oder lotsen. Ja, die Anwohner da helfen wollen. Also, was machen wir jetzt? Wo kommen wir hin? Wo wollen wir hin? Gibt es eine Lösung davon? Leider habe ich eben abgesehen von den Selbsthilfemaßnahmen, die ich davor erwähnt habe, relativ wenige Dinge, die wir konkret machen können. Wir haben eine sehr enge Kooperation von dieser Informationsbeschaffung, von diesem Tracking, von diesen Privacy Violations zusammen mit, oder eben Datensammlungen, je nachdem, wie ihr sie bezeichnen möchtet, mit dem Ausspielen von Werbung, mit dem der entsprechenden Finanzierung von den Seiten dahinter. Solange wir kostenlose Dienste haben möchten, denke ich, eben die einzige Möglichkeit, um an diesen werbebasierten und deshalb Tracking-notwendigen Diensten vorbeizukommen, ist, dass wir alle nett sind und bei den entsprechenden Webseiten jeweils, also bei Informationsquellen oder Diensteanbietern, die uns was wert sind, diesen Wert auch zu zeigen, indem wir sie unterstützen mit verschiedenen Maßnahmen. Aber eigentlich müssten wir ein globales Umdenken haben über dieses Werbemodell. Genau. Digitale Selbstverteidigung ist eine Möglichkeit, was sich da ein bisschen was angezeigt hat. Die DigiGuess hat auch sehr viele interessante Materialien. Da draußen liegt auch die Information, glaube ich, auf, die da von DigiGuess zusammen, glaube ich, mit der WOTS entstanden ist. Aber eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir irgendwie eine Art digitalen Konsumentenschutz hätten. DSGVO, Datenschutzgesetz, ein paar andere Dinge sind Schritte in diese Richtung, aber schützen uns nur so weit, dass wir halt irgendwo ein Häkchen setzen müssen, wenn überhaupt. Aber das wäre eigentlich der Mechanismus, eben wenn ich irgendwo eine Bratwurst oder einen Brokkoli kaufe, kann ich ziemlich sicher sein, dass der keine negativen Auswirkungen auf mich hat. Nicht mehr als eine andere Bratwurst oder einen anderen Brokkoli. Bei Werbung, bei diesen Online-Diensten habe ich das nur sehr beschränkt. Ja, das wäre eigentlich so auch der Zeitpunkt, diese Fragen an euch weiterzugeben, beziehungsweise euch die Zeit zu ermöglichen, da uns
noch ein paar Fragen zu stellen. In der Mitte gibt es das Saalmikrofon. Oder Chris wird da noch die Moderation übernehmen. Okay, vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, das Mikrofon da hinten ist offen. Wir fragen, wie man, ob man, sollte man. Wenn ich vielleicht anfangen kann. Wo seht ihr quasi ein, nicht Mittelweg, aber einen Weg? Zum einen kann man ja argumentieren, dass Werbung als Bekanntmachung eines Produkts durchaus auch eine positive Seite hat und auch, wenn man sich jetzt für etwas interessiert, kann das durchaus auch in dem persönlichen Interesse sein, die Informationen entsprechend zu finden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gesehen, diese, sagen wir mal, überbordende Profilierung. Wo würdet ihr da einen gangbaren, nachhaltigen, langfristig tragbaren Weg sehen? Ich denke, wenn du jeden Einzelnen fragst, setzt jeder die Limite wahrscheinlich woanders, oder? Ich denke, eben wie du sagst, also das Bekanntmachen von Produkten, das macht ja absolut Sinn, oder? Ich denke, irgendwie müssen wir lernen, wissen, was für Produkte da sind. Was ich wirklich gefährlich finde, ist der Riesenapparat dahinter, der uns trackt und profiliert, was dann eben auch zu den ganzen Datenmissbräuchen führt. Also wenn wir dann sehen, dass quasi in Amerika zum Beispiel der Geheimdienst einfach die Daten bei den Trackern kauft, um Leute zu finden, dann wird es langsam ein bisschen sehr gruselig, oder? Also ich denke, Werbung ja, aber wir müssen irgendeinen Weg finden ohne das Riesentracking. Der andere Aspekt, falls ich da gerade noch hinzufügen darf, ist dann halt eben auch insbesondere im Bereich politische Werbung, wo eben die politischen Interessen, die da gesammelt werden und dann eben spezialisierte Werbung ausgespielt wird. Jeder bekommt nur genau die Argumente platziert, die für ihn interessant sind, die ihn möglicherweise oder sie möglicherweise am stärksten beeinflussen. Und wenn wir in diese Richtung gehen, dann ist das eine slippery slope. Wie heißt das auf Deutsch? Oh ja, schiefe Bahn, nein. Schiefe Bahn ist in der gleichen Kategorie, genau. Aber eben, dann wird es sehr gefährlich, wenn diese, eben ein schönes Plakat, wo drauf steht, hey, dieses Joghurt ist so super gesund, und dann sehen alle Leute das gleiche Plakat und irgendjemand analysiert dann vielleicht mal dieses Joghurt und stellt fest, nein, das ist nicht super gesund. Wenn jeder nur eine personalisierte Nachricht bekommt, wird es sehr gefährlich, diesen Form von Konsumentenschutz noch durchsetzen zu können oder eben auch politische ein Mindestmaß an politischer Objektivität da durchzusetzen. Okay, wir haben eine Frage da hinten. Das ist leicht off-topic, also unterbrecht mich, wenn das falsch ist. Du hast Kari als Suchmaschine gezeigt, die ich interessant finde, weil man bezahlt, muss sich einloggen und vertraut dann dem Anbieter, dass man nicht getrackt wird. DuckDuckGo hat Werbung, aber man kann sagen, man hat halt Tor, Private Browsing, was auch immer, dass halt Tracken schwierig wird. Kennt ihr irgendwelche Möglichkeiten zu bezahlen, ohne dann das Risiko zu haben, getrackt zu werden und nicht auch entsprechend vom Hersteller angewiesen zu sein? Also, ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Idee war mal zu zeigen, es gibt Alternativen zu Google in der Suche, oder? Die Kombination von, ich möchte anonym bleiben, aber trotzdem bezahlen, das wäre irgendwie so ein Spendenmodell. Ich kenne keinen, der das so macht, ehrlich gesagt. Aber das heißt nicht, dass es vielleicht gibt, weiß jemand, aber das wäre eigentlich ein spannender Ansatz, oder? Müsste man dann fast schon so machen. Also das ist auch ein bisschen mein Grund, wieso, dass ich gesagt habe, da gibt es verschiedene Ansichten. Eben, also wenn ich den Heiligen Gral gefunden hätte, dann hätte ich ihn eher gerne präsentiert. Wir haben noch eine zweite Frage. Ja, danke.
Wo wir gerade bei den Spenden sind, man kann ja heute schon für diese Dienste bezahlen. Also man kann zum Beispiel an Signal spenden, um diese Angebote auch zu unterstützen. Was ich eigentlich fragen wollte, ist also vielen Dank für diese Übersicht der Alternativen. Ich denke, das ist sehr wertvoll. Vieles Tracking findet ja auch in Android direkt statt. Könntet ihr eure Übersicht erweitern über Alternativen auch zu Android oder zumindest Google-freie Android-Systeme? Also ja, auf dem Tracking-Nein-Danke-Artikel auf DENIB, dort gibt es zwei Links, die ich gerade nicht mehr weiß, auf eben solche Dienste, die eben ganz viele Alternativen auflisten, die eben privacy-freundlicher sind. Aber eben genau bei den Android-Alternativen, die Google-freien, das hängt immer wieder sehr stark auch vom Telefonmodell ab, das man hat. Also da gibt es dann eben die einigen, die das unterstützen, die anderen, die das nicht unterstützen. Wie heißt das schöne Dings da? Was? Fairphone. Fairphone, ja. Ja, Fairphone gibt es als Telefonhersteller, aber das EOS Morena heißt es, glaube ich, heißt es anders, oder? Genau, dann die wie heißt es da, Oxygen, nein, wäre es nicht. Lineage, genau, das frühere. Also da gibt es verschiedene Systeme, Alternativen. Und ich glaube, das hängt immer ein bisschen vom Telefon ab, das man nutzen will, von der Hardware ab, das man nutzen will und auch von eben gewissen Trade-offs, wie viel Google-Dienste man doch noch nutzen möchte. Und eben auf vielen von diesen alternativen Systemen wird es dann schwierig mit der E-Banking-App oder anderen Apps, die dann, also ich habe auf meinem Telefon habe ich ein paar Apps, die dauernd crashen. Wahrscheinlich hängt es davon ab, dass ich halt da eben nicht genügend googlig bin. Gut, herzlichen Dank im Interesse der Zeit und der nachfolgenden Präsentation. Einen herzlichen Applaus für deine Präsentation.